Hallo und herzlich willkommen zurück in Green Village, Stoneheart mit den Ascendancy. Und nachdem wir in der letzten Folge ja so ein bisschen reingeschissen hatten zum Schluss, müssen wir jetzt nochmal hier mit dem vorherigen Geladenen auskommen. Ich hoffe, dass soweit alles passt. Das Gebäude hier sollte noch im Bau sein. Ja, genau. Und schauen wir uns auch mal um, ob wir nochmal ein bisschen armeemäßig was machen können. Wir haben ja auf jeden Fall den Basson mit dem 6er Level beim Verstand. Das heißt, den können wir gut mal einen Beruf ausüben lassen. Und da habe ich auch schon eine Idee, welchen nämlich diesen hier. Na, jetzt habe ich meine Uhr wieder vergessen. Das ist ja schon seit 5 Jahren bei mir ein Running Gag oder 4 Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt überhaupt schon hier bin. Bei YouTube. Und starten wir das Ganze. So, auf jetzt tägliches Update. Gucken, Essen reicht nicht. Stadtwert reicht nicht. So. Da ist was, was noch nicht übersetzt wurde. Da muss ich mal nachfragen. All the fields. Heartlings react to the world around them with talks that make them happy and sad. Also das ist jetzt quasi die... Und die Sachen, die Moral betreffen, die mit der Alpha 20 aufgespielt worden sind, die spielt ihr ja teilweise noch nicht, die Alpha 20. Ich schon, weil ich ja auch an die Entwickler Rückmeldung gebe darüber, was mir auffällt, was an Fehlern im Spiel ist. Und das sind einfach diese Sachen, kann ich ja mal hier zeigen. Dass wir Plus und Minus bekommen, je nachdem, was hier so steht. Das hier kann man natürlich nicht lesen, weil die UI hier noch ein bisschen verschoben ist, sag ich mal. Das liegt an der deutschen Übersetzung. Aber wir können hier zum Beispiel sehen, beengte Umgebung gibt Minus. Aß eine leckere Mahlzeit, gibt 12 Stunden plus. Und ja, so können wir dann die Moral nach oben bringen. Good days, bad days. Happy Heartlings are more productive, while sad Heartlings have trouble with motivation. Also, Heartlinge, die gut gelaunt sind, die haben, die sind produktiver. Und wenn die halt traurig sind, dann ist die Motivation nicht so hoch. It takes a village. Morale is a helpful tool to see how your heartlings are feeling and learn what is impacting your town. Ja. Also, damit können wir unsere Stadt verbessern, indem wir darauf so ein bisschen eingehen. Was dort so steht. 6 hölzerne Fenster waren das. Und die andere Sache war plüschige, einfache Holzstühle. Okay. Was sollten wir ja genug haben. Was hast du noch? Was in der Warteschleife? Nö, doch, die Stühle noch. Okay, ja, mach du mal. Wir werden die beiden Jungs hier... Ne, erstmal werden wir uns einen Tisch hier bauen. Und dann werden wir nämlich den Kollegen hier auch mal langsam in Richtung Steinmetz schicken, damit wir unsere Hartlinge besser ausrüsten können. Und dann sollten wir auch im Auge behalten, wann der Tisch fertig ist. Damit wir diesen dann auch direkt aufstellen, also den von dem Kollegen, der die Medizin irgendwo mal herstellen soll. Hallo? Achso, löschen. Verkehrten Knopf gedrückt, den da wollte ich. Das Essen hier weg. Und die Seide, die brauchen wir. Die können wir schon mal einlagern. So, der Tisch ist fertig. Den wir jetzt noch abstellen. Dann sehen wir auch schon, der Lagerbereich hier ist ziemlich beengt. Jetzt können wir ihn aufstellen. Und zwar kommst du hier hin. Gucken. Da. Ich stelle auf das Ding und dann kannst du mal anfangen, hier so ein bisschen Medis zu machen. Können wir mal gucken, ob wir da schon in das Menü reingehen können. Können wir, wunderbar. Dann stellen wir hier einfach schon mal 10 Stück ein. Dauerhaft herstellen und dann macht er das, sobald der Tisch steht. Und stellt davon dauerhaft 10 Stück her. Können wir auch mal hier schon mal. Machen wir 5 jeweils von den Tränken. Das können wir alles vorher schon mal einstellen. Dann brauchen wir uns mit dem nachher nicht mehr auseinandersetzen. Wird er natürlich erst anfangen, wenn er das Level und natürlich auch das Material dazu hat, ne? Das ist einfach nur so eine Voreinstellung, damit ich das nachher nicht mehr machen brauche. Ich glaube, damit sollte ich ganz gut hinkommen. Da auch noch eine 0. So, dann haben wir einmal alles, was der so braucht. Kann er jetzt schon herstellen. Und wie gesagt, unser nächster Kollege wäre dann der Steinmetz. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Machen wir hier nochmal
den Erntebutton vernünftig. Können wir hier die Blümchen auch noch runterholen. Und, ja, was liegt an? Was liegt an? Ich weiß nicht, ob ich mich hier irgendwie mit irgendwas hier anlegen sollte. Dürfte. Wobei das eigentlich eine gute Idee ist, wenn wir uns mit denen anlegen. Ist das eine gute Idee? Na, normalerweise rennen die ja nur weg. Also greifen wir die mal an, bevor dann wieder Steine kommen, die da Palaver machen. Also greifen wir den einfach mal an und lassen die Zeit mal ein bisschen laufen, dass die da ein bisschen schneller hin sind. Normalerweise sollten die vier Jungs dort kein Problem sein. Goblin-Diebe. Ja, das ist jetzt der. Das ist der einzige, der bewaffnet ist von diesen Goblin-Dieben. Warum? Was? Jo? Seid ihr noch ganz dicht? Greift an, das Ding. Genau. Wenn wir den besiegt haben, der Rest ist dann eher nur noch obligatorisch. Kräuterarzt hat das erste Level erreicht. Soll er mal machen. Der hat einmal Gold fallen lassen. Der hat nichts fallen lassen. So, da hinten sind jetzt auch noch zwei Stück. Die machen wir auch noch weg. Oh, der hat schon einen Goblin-Ehrentoken fallen lassen. Das ist gut. Die können wir nämlich gebrauchen. Und der hat ein Stück Fleisch fallen lassen. So, dann macht noch dieses Bett da kaputt. Habe ich das automatisch plündern wieder nicht mehr an? Ist das mit dem Update weggegangen? Mal hier gucken. Jetzt verkaufen wir erstmal ein bisschen Zeug. Also erstmal Rüstungen, die kaufen wir. Und ja, den Rest lassen wir erstmal. Auf jeden Fall verkaufen wir diesen ganzen Edelzeug, was der Schreiner so nebenbei herstellt. Können wir auch verkaufen. Und jetzt können wir hier nochmal reingucken. In 6 Stunden. Der wollte die Holzstühle, die haben wir. Hölzerne Fenster. Wie viel hatten wir da jetzt? 1. Da müssen wir 6 Stück von noch herstellen. Ah, die stehen schon in der Warteschlange. Okay, wunderbar. Gut, dann haben wir die Goblins zumindest schon mal weg. Plündern denn auch. Und dann gehen wir jetzt gerade nochmal in die Einstellung gucken, ob da sich was geändert hat. Nee, alles okay. Okay, wunderbar. Dann frage ich mich, ob sich das mit den Wölfen hier unten lohnt. Wie viel sind denn das? 2 Stück nur. Ja, was wir leveln können, können wir leveln. Also greifen wir die auch nochmal an. Und dann gehen wir in Richtung Steinmetzen auch langsam. Wie gesagt, der ist da munter am Sachen herstellen. Das Gebäude hier drüben, das dauert noch ein bisschen, weil das Holz von oben runter geschleppt werden muss. Das ist natürlich auch eher suboptimal. Ein Gegner. Das sind die Wölfe jetzt. Die kriegen wir aber hin. Und dann haben wir da auch schon ein bisschen Wolfsfell. So, und dann werden wir nämlich hier mal einen Hardling vom Bauen, Bergbau und Job wegnehmen. Und der soll man nur noch tragen, dass der mal alles einsammelt, was Anlage ist. Dann haben wir das nämlich auch immer beisammen. Oh, leckeren Schluck Kaffee. So, das mit dem Futter, das sollte dann auch langsam werden. Hier, das ist der Hardling, der jetzt wahrscheinlich von mir, Luna Bell Tower, der wurde geändert von mir. Genau. Der wird jetzt nur noch tragen, wird dann mal die ganzen Sachen, die hier noch zu plündern sind, einsammeln. Alles, was hier oben ist, das da, das hier hinten in der Ecke. Wird der mal alles aufsammeln jetzt. Und dann gucken wir mal, wie sich das weiter ergibt hier. Wir können dann nochmal hier so ein bisschen umgebungsmäßig mal gucken. Aber da sehe ich kein Problem. Bin gerade überlegen, ob es sinnvoll ist, wenn wir hier unser Hauptquartier aufschlagen, da auf der Insel. Mal gucken. Dann brauchen wir Lehm. Der Händler ist zurück. Akzeptieren wir. Oh, jetzt sollten wir 2 Plüschhasen am Feuer haben. Und das sind die beiden auch. Und wenn die beiden da hinten jetzt mal fertig sind, können wir auch nochmal hier gucken. Also bauen tun sie alle. Der wird nicht tragen, der wird nur bauen und seinen Job ausüben. Und ihr werdet auch nichts tragen, ihr werdet ab sofort nur noch euren Job machen. Benötigt medizinische Betreuung. Wo ist denn mein Kollege hier? Sag mal her.
Dieser Hartling wurde vor kurzem von einem Arzt besucht und musste sich eine Weile vor einer weiteren Behandlung ausruhen. Okay, ist auch neu. Schauen wir mal. Dann müssen wir ein bisschen laufen lassen, hier oben die Bäumchen einsammeln. Können wir hier schon mal die nächste Wand planen. Dass wir da mal in diesen Schutzbereich reinkommen. Und dann können wir nämlich da oben auch ganz in Ruhe Bergbau betreiben. Ein tägliches Update steht an. Wir gucken. Und, sieht gut aus, neuen Hardwing. Perfekt. Gucken wir gerade, was der kann. Was kannst du denn Schönes? Oh, ist auch wieder so unterdurchschnittlich. Außer im Verstand, da ist er eher durchschnittlich. Also ein guter Arbeiter. Dann arbeite mal. So. Da müssen wir noch eine Tür reinbasteln. Nehmen wir hier so eine versteckte Holztür wieder. Dann können wir auch langsam mal gucken, ob wir in Richtung Mods vielleicht sogar gehen, dass ich den ersten Mod mal mit reinnehme ins Spiel. So. Beende Bearbeitung. Aber lassen wir erstmal stehen. Und dann hier die nächste Wand. Deshalb müssen wir mal gucken, dass wir den ersten Mod reinnehmen. Die möchte ich euch aber gerne vorher einmal in einem speziellen Video oder in einem speziellen Video immer zeigen, was für eine Mods das sind und woher die kommen und was sie machen. So, beende Bearbeitung und auch erstmal Pause. Wir wollen ja erstmal das Gebäude hier oben fertigstellen, bevor wir irgendwas machen. Schauen wir mal. Also langsam kommt hier unten noch ein bisschen Holz zusammen. Also viel ist hier nicht mehr zu tun. Ein bisschen Dach noch. Und die Möbel natürlich. Und dann haben wir das Gebäude auch wieder fertig. Hier fehlt noch eine Tür. Sehe ich gerade. Warum fehlt da noch eine Tür? Eine versteckte Holztür fährt da. Okay. Die kennen wir schon. Lese ich diesmal nicht mehr vor. Wir werden einfach das so durchklicken da. Ne? Das haben wir in der dritten Folge schon mal gemacht. Und dann haben wir das auch erledigt. So, dann gucken wir einmal hier in den Bergbau, ob da überhaupt schon fertiggestellt ist. Ne, noch nicht. Da können sie noch ein bisschen reingehen. So, und das werden sie jetzt auch machen gleich, wenn das fertig ist. Wobei da auch die Überlegung ist, ob wir nicht einfach einmal einen Hardling erstmal nehmen, der nur Bergbau betreibt. Dann haben wir nämlich da einen, der immer Bergbau macht, einen, der alles einsammelt und der Rest ist so flexibel einsetzbar. Abgesehen davon wollen wir ja demnächst mal Richtung Steinmetz gehen. Auch wenn wir da noch keinen 6er Charakter haben, dann müssten wir dann hier den 4er nehmen, also unseren Bergbau-Experten, den wir jetzt gerade da ausgewählt haben. Der kann hier oben aber... Na, da brauchen wir nichts von. Aber die Fenster können wir verkaufen. Da haben wir nochmal wieder einen Stuhl. Und die beiden verkaufen wir auch. Die Hesels. Den Hammer verkaufen wir auch. Machen wir uns 9. Haben wieder 15 Gold auf der hohen Kante. Ist mir meine Uhr jetzt ausgegangen hier. Nein. So. Dann einen neuen Steinmetzmeißel. So, der ist dann gleich fertig. Dann kann er hier weitermachen. Und hier. Und da. Dann soll er erstmal ganz gemütlich hier oben alles rausholen. So, ist das Gebäude jetzt fertig? Wir gucken. Ja, Gebäude ist fertig. War das jetzt ein Schlafgebäude eigentlich? Ja, das war ein Schlafgebäude. Für 12 Hartlinge haben wir den Schlafplatz. Und dann können wir den Rotz hier endlich abreißen. Entfernen den Mist. Und dann können wir uns dort nämlich jetzt nochmal mit den... haben wir hier wieder Platz geschaffen für noch einen Handwerker, den wir da hinbauen können. Und damit können wir auch vielleicht sogar gerade anfangen. Wenn wir Edeke gerade dabei sind, dann kommt hier die Möbelabteilung hin. Haben wir sowieso zu wenig Platz. Und hier kommt die Steinabteilung hin. So. Dann können wir nämlich hier die Steine rausnehmen. Die Möbel sind schon raus und alles andere kann dort weiterhin eingelagert werden. Aber nicht mehr die Steinchen. Wollen wir dann nicht mehr haben. Jetzt gehen sie alle erstmal pennen. Eine Runde. Wie sieht das hier mit den Tränken aus? Oh, der ist schon ziemlich tüchtig dabei. Hallo? Sieht gar nicht so schlecht aus. Würde ich jetzt behaupten, oder?
Die Tür hier drüben ist jetzt auch schon da, das heißt, das Gebäude müsste jetzt auch fertig sein. Wunderbar. Dann können wir hier oben den nächsten Bauauftrag geben, dann werden hier nämlich jetzt mal die erste Wand gebaut. Da sind schon wieder die Blümchen nachgewachsen, die können wir gerade runterholen. Das wird auch ja nichts verpassen. Und dann werden wir einen Steinmetzer nennen. Das heißt, wir werden tragen, bauen, Bergbau und Job. Und du kriegst erstmal wieder alles zugeteilt und wirst dann vorübergehend zum Steinmetzen ernannt. Sofern der Hammer da fertig wird, den ich ja vorhin erst verscherbelt habe. Dann müssen wir mal ein bisschen Holz wieder auf die Kante schaffen. Wir haben kein Holz mehr. Also hier noch ein bisschen, aber das wird auch irgendwann demnächst mal aufgebraucht. Entsprechend müssen wir dann direkt Neues besorgen. Und hier oben erstmal leer machen gleich. Also Step by Step. Kriegen wir das hier in den Griff. Hier wird nachher der Schmied seinen Arbeitsplatz erstmal bekommen. Dann werden wir mal gucken, dass wir langsam in diese Richtung hier ziehen. Dahin. Dort würde ich dann das Lager hinmachen. Dann hier so eine Brücke rüber. Also hier kommt, das wird eine Festung quasi. Hier die Burg, eine Brücke rüber. Und dann können wir hier die Stadt, beziehungsweise das Dorf anfangen zu bauen. Brauchen wir aber erstmal Lehm. Also Lehm haben wir schon, glaube ich, irgendwo. Aber so. Der Handwerker ist fertig. Ende Arbeit. Und der Steinmetz, da können wir nämlich auch stärkere Waffen bauen. Nur warten, bis der fertig ist hier, bis der runterkommt. Oh, da wird gesoffen im Fernsehen. Ja, dann bau dir mal deine Bergbank. Tickets Update. Essen reicht. Perfekt. Und, was kannst du? Oh, das ist jetzt ärgerlich. Dann nehmen wir den hier gerade mal wieder zurück. Ändere Arbeit. Du, nee, da. Ändere Arbeit. Du wirst wieder zum Arbeiter. Und unser neuer Hartling, der wird dann der Steinmetz werden. Schreiner Level 5. Und Werkbank, hat er die Werkbank fertig gemacht? Nee. Mal gucken. Da blinkt's. Hier nochmal in das Fenster rein. Da ist er. Zeigewerkbank. Jo, ist noch in, im Baumodus. Wo ist er denn? Da baut er. Da. Da. Gut, dann stellen wir dir deinen Tisch mal auf. Dass du mal ein bisschen was arbeiten kannst, Kollege. So. Einmal da. Können wir gerade mein Ding hier auch nochmal anklicken. Eine große Werkbank machen. Und du, dich müssen wir erstmal leveln. Dann machst du mal davon 5. Davon machst du mal auch erstmal nur 5. Davon machst du auch 5. Und davon 5. Und dann sollte das reichen. Wunderbar. So, Wand ist gleich fertig. Hat er die Tür schon gebastelt? Mal gucken. Jo, ist auch schon gebastelt. Also ist das auch gleich fertig hier. Ah, mal gucken. Die Tür, die verkaufen wir. Haben wir noch was, was wir verkaufen könnten? Die Deko, die lassen wir. Hier, die Bänke, die brauchen wir nicht mehr. Die Stühle brauchen wir noch. Die Betten brauchen wir erstmal nicht mehr. Und die Tische brauchen wir auch nicht mehr. So, die Werkbank, die stellen wir gleich mal auf. Und die Türen, die... Nee, die Türen brauchen wir. Brauchen wir die Türen? Hä? Hölzerne Fenster. Nee, die Türen brauchen wir nicht. Also können wir die auch verkaufen. Alle. Was weg ist, ist weg. So. Steinmetz Level 1. Wunderbar. Zeig mal her. Dann kannst du nämlich hier 2 Stück von herstellen erstmal. Und dann
haben wir unsere Ritter schon mal, oder unsere Fußsoldaten, sind ja noch keine Ritter. Auf jeden Fall schon mal soweit fertig. So, mein Handy klingelt, das heißt, wir sind mit der Folge am Ende. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin von mir ein gepflegtes Reingehauen auf Wiederschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.